Heute Morgen probiere ich es mal ein bisschen anders, okay? Moin Moin und herzlich willkommen in meinem Vlog heute! Und ich bin immer noch ganz aufgeregt. 100 Abonnenten und es sind schon 104. Und auf jeden Fall haben wir schon einen Rekord geholt. Wir sind nämlich der am schnellsten wachsende YouTube-Kanal der hamburgischen Bürgerschaft. Ich muss mir heute mal ein wenig die Matte vom Kopf nehmen lassen. Deshalb bin ich auf dem Weg zum Friseur und will mit meinem Freund Markus mal klären, wenn die Leute sich völlig unbeobachtet fühlen und wenn sie einfach mal darüber reden, was sie im Moment zur Wahl bewegt, was sind das für Themen? Dann wollen wir mal los. Das Wetter ist heute Morgen einfach gigantisch. Offensichtlich ist es gar nicht einfach, für jemanden, der nicht jeden Tag mit der Politik zu tun hat, sich das auszudenken, was man einen Politiker fragen könnte. Und deshalb werde ich heute mal versuchen, mit jemandem zu reden, der normalerweise mit den Menschen redet, wenn sie sich nicht politisch beobachtet fühlen. Das ist zwar ein bisschen bescheuert, dass es diese ja inzwischen Berührungsangst zwischen Politikern und den normalen, nicht politisch aktiven Menschen gibt, die aber hoffentlich wählen gehen, aber wir wollen das Ding ja so erfolgreich wie möglich machen und deshalb werde ich jetzt mal schauen, dass ich ein paar Fragen da abgreife, wo niemand glaubt, dass es eigentlich Fragen sind. Darüber hinaus, was würdet ihr denn jemanden fragen? Also was würdet ihr denn einen Bundestagskandidaten fragen? Nur mal so, vielleicht treffe ich ja morgen einen und vielleicht kann ich genau deine Frage dann auch platzieren. Ab in die Kommentare damit. Schreibt's mir unten rein, ich nehme deine Frage mit und werde sie dann einem echten Bundestagskandidaten, der auch eine sehr gute Chance hat reinzukommen, morgen stellen, okay? Eine Sache, die mich aber schon ziemlich bekümmert, ist die, ich habe heute Morgen im Radio gehört, 20% für die SPD, Umfrageergebnis für die Wahl nächste Woche Sonntag, das ist ein bisschen wenig, oder? Ich meine, wir sind die Partei mit der Gebührenfreiheit für Bildung. Wir sind die Partei mit dem Mindestlohn. Wir haben schon echt ein paar richtig gute Sachen angeschoben. Wir müssen echt darüber reden. Markus! Ach, immer fleißig. Moin. Was ist das denn? Ist das denn? Radanfeind, Haare waschen. Sag mal, Markus, wenn die Leute hier bei dir sind und eigentlich gar nicht über Politik reden wollen, aber ja wissen, dass es jetzt um die Bundestagswahl geht. Was erzählen die so? Also über grundlegende Politik wird hier nicht sehr viel gesprochen. Hier sagt keiner, wer was wählt. Aber was die Jungs sagen ist, sie wollen alle wählen gehen. Und das finde ich schon mal sehr gut. Viele machen jetzt auch schon oder haben schon Briefwahl gemacht. Ja, aber warte mal. Also sie wollen wählen gehen, aber reden nicht über Politik? Nein, hier wird kaum über Politik geredet. Politik ist immer so eine Sache, die im Herrensalon nicht unbedingt angesagt ist. Weil jeder hat seine politische Meinung und es sitzen ja auch immer Leute hier und es wird hier nicht über politische Meinung geredet, weil entweder hören Leute mit und sie wollen es halt eben nicht sagen oder wollen nicht sehen, aber was halt eben geredet wird, ist, dass es wichtig ist, wählen zu gehen und wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe, gehen wählen. Entweder haben sie schon Briefwahl gemacht oder sie gehen den Sonntag selber wählen. Ich selber auch, ich habe auch schon Briefwahl gemacht, weil ich bin schon unterwegs, bevor die Wahllokale aufmachen. Aber wir reden immer über Politik, wenn ich hier bin. Ja, aber ich werde dir jetzt nicht meine politische Meinung sagen. Ich kenne sie, Haare schneiden. Du kennst sie, ja. Du weißt ja auch, wem ich schon seit Jahrzehnten halt eben dann sozusagen sehr angetan bin. Und in diesem Bereich werde ich auch weiterbleiben. Ich war schon immer rot gewesen und ist alles in Ordnung. Es gibt sie noch, die SPD-Wähler, wenn auch echt wenig im Moment. Ja, wobei, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen ganzen Umfragen-Quatsch traue ich nicht viel. Erinnere dich mal an das Brexit, bestes Beispiel. Die Medien haben einen riesen Hype drum gemacht. Ganz England geht wählen, es wird das Brexit abgewählt. Und was war? Huch, es ist gewählt worden. Die Engländer waren dafür. Und deswegen, ich gebe da nicht so viel drauf, was halt eben irgendwelche Institute an Prognosen abgeben. Ich glaube selber, der Wähler wird merken, was er wählen will und wird auch das wählen, was er wählen will. Hältst du Umfrageergebnisse für eine Art Manipulation? Manchmal ja. Manchmal ja. Der Mensch lässt sich gerne manipulieren. Das ist bestes Beispiel. Wenn man hört, es werden nur so und so viele Wähler halt eben dann zur Wahl gehen, dann sagen sich viele Leute auch, wenn schon die anderen nicht wählen gehen, warum soll ich denn auch wählen gehen? Das finde ich Quatsch. Ich finde, das ist eine leichte Art von Manipulation. Also ich gebe auf sowas nicht viel. Ich habe mein eigenes Ding und mache das auch halt eben.
soll ja Menschen geben, denen wichtig ist, dass sie das wählen, was am Ende auch gewinnt. Nee, das ist Quatsch. Du hast heutzutage, finde ich, die Möglichkeiten, dich über die Medien, über das Netz halt eben dann, über die ganzen Wahlvorkommen und die ganzen Wahl, wie nennt man das? Du bist ja Fachmann. Parteiprogramme. Über die Parteiprogramme sich schlau zu machen. Und du hast heutzutage wesentlich mehr Möglichkeiten, dich über die Programme schlau zu machen, von wirklich jedem einzelnen Partei. Und das finde ich, sollte man auch machen. Und man sollte nicht drauf hören, was die Bild oder irgendjemand anders halt eben sagt. Während des Haarewaschens gerne über Politik sprechen, wenn du hier sitzt, gibt es andere Themen. Darf der Bengel wieder mit einer leichten Hamburger Arroganz auf die Straße. Danke. Wenn du deinen Bundestagskandidaten treffen könntest, was würdest du ihn denn fragen? Es gibt eigentlich nur eine Frage zum Bereich der Förderung oder Unterstützung des Mittelstandes. Oder eventuell, ob wir damit rechnen müssen, dass Mehrwertsteuererhöhung kommt, weil damit rechne ich auch mal. Das würde mich mal interessieren. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Alles klar. Also Markus, tschüss, vielen Dank, ciao. Ist ganz schick, oder? So, ich habe es versprochen. Und was man verspricht, soll man halten. Thema Wahlversprechen. Und deshalb, Moin! Also, direkt hier vor der Europapassage ist ein Stand von SOS Kinderdörfern. Und ich bin hier zusammen mit Lisa und Betty. Genau. Und die beiden stehen sich schon den ganzen Tag hier die Beine in den Bauch und versuchen, Paten zu werben für die SOS Kinderdörfer. Und zwar geht es dabei darum, dass wir ganz, ganz viele liebe Unterstützer suchen, die uns hier ein bisschen zuhören, einmal bestimmte Projekte haben. Und die am besten. Yeah. Da haben wir gerade ein neuer Pate. Werden. Genau, Pate werden, langfristiger Unterstützer, darum geht's. Okay, und was macht ihr so? Also worum geht's im Kern bei SOS Kinderdörfern? Wir unterstützen Kinder, die ihre Eltern verloren haben, geben ihnen ein neues Zuhause mit einer SOS-Mama, die ihnen Liebe schenkt. Wir schicken die Kinder zur Schule. Ja, einfach rundum eine tolle Sache. Hier ist auf jeden Fall euer Geld sinnvoll angelegt, deswegen bitte ich euch, übernehmt eine Patenschaft. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg. Dankeschön. Seid ihr morgen auch noch hier? Ja. Also heute, wenn ihr das Video seht, heute am Samstag, sind die beiden netten Damen auch noch da. Und unsere ganzen lieben Kollegen. Es sind noch ganz viele andere liebe Kollegen da. Genau. Und alle freuen sich über eure Patenschaft. Tschüss! Großartiges Wetter! Ich arbeite nämlich im Moment noch an einem anderen, größeren Projekt. Das ist auf jeden Fall mal echtes Busmobbing. Ich gebe euch schon mal 2-3 Ideen davon, wie das wahrscheinlich aussieht. Es ist einfach viel zu windig. Seht ihr das? Vollgas voraus und sie kommt kaum zurück. Das ist mir zu gefährlich. Allerhöchste Zeit, den Großen aus dem Kindergarten abzuholen. Denn mal los. Quality Time mit Papa auf dem Bauernhof. Wollen wir eins mit nach Hause nehmen? Eins von den Schweinen? Ja. Ich meine, du schläfst doch immer bei Papa im Bett, dann kann doch so ein Schwein bei dir im Bett schlafen. Nein. Nein? Aber guck mal, wie süß das ist. Und du auch? Die Kühe kommen rein. Wollen wir eine Kuh mit nach Hause nehmen? Nein. Aber dann haben wir jeden Morgen frische Milch. Na komm, wollen wir schaukeln gehen? Ja, wenn auf dem So, wir sind hier gerade auf dem Demeter-Bauernhof. Also Bio-Bauernhof ist schon gut, aber Demeter, das ist noch eine Stufe da drüber. Und eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, könnten wir eigentlich, also ernsthaft, könnten wir die Weltbevölkerung auch biologisch ernähren? Hier gibt es jetzt gleich Abendbrot. Und ich würde sagen, für heute, wenn ihr noch eine Frage habt, die ihr einem Bundestagskandidaten stellen wird, dann ab in die Kommentare damit. Ich werde morgen einen treffen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar und alles, was euch so durch den Kopf geht zu den Filmen. Und ich freue mich auf euch das nächste Mal. Tschüss!